Nee. Stimmt, aber ich bin zu blöd gerade. Och, Mann. Alter. Jetzt habe ich mich auf zwei Herzen runter. Kriege ich das jetzt auch so hin? Bestimmt nicht. Fast. Boah, Alter, ist zu krass mit Pegasus-Kern über die kleinen Dinger zu jumpen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Da ist noch eine Truhe, da komme ich nicht hin. Ja, guck mal jetzt mal ein Safe State. Guck auf die Karte. Rechts, also links, links, runter und links. Okay. Links? Ah ne, stopp, da war ja diese blöde. Das ist ja der Master Key. Da muss ich anders hinkommen. Da muss ich anders hinkommen. Aber wie? Aber wie? Ja, du blöder Wurm. Danke. Da war nur das Wasser, das bringt mir nichts. Da unten waren nur die Schildis. Guck mal gleich wieder zurück, sonst steht ihr wieder hinten im Weg. Und hier ging es auch nicht weiter. Bringt es auch nicht, gut. Bin ich hier schon wieder. Ah. Na klar. Oh, nach. Ja, ihr seht schon, Leute. Der Dungeon gefällt mir nicht. Meiner. Schon der dritte und ich bin jetzt schon überfordert. Hab ich noch erwischt. Mist. Na gut, es kann ja nur der Weg sein. Ja. Logische Schlussfolgerung, ne? Alle bis auf einen ausschließen. Das ist der einzige Weg, der jetzt noch übrig ist. Und es gibt ja hier verschiedene Möglichkeiten, wo ich lang kann. Eigentlich schon, aber ich finde sie gerade noch nicht. Okay, wir probieren noch mal. Wir gehen jetzt mal nicht die Treppe, sondern den Weg hier. Da ist er doch. Das ist genau der, den ich gesucht habe. Und zwar können wir einfach drüber jumpen. Ne, ich mache jetzt nicht, gehe jetzt hier rein. Was soll das denn? Hä? Was soll das denn? Was muss man hier machen, Leute? Muss man das Bomben werfen? Wie war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Nein. Ach, ich glaube rausheben oder wie war das? Wenn einer auftaucht, rausheben und naja, eigentlich nicht ins Wasser werfen. So, das mit allen dreien. Einer noch. Nein, ein Schlag fehlt. Komm her, du Biest. Tada, geschafft. Gib mir die Feder, Fee. So, und hier hat sich jetzt eine Treppe geöffnet. Ich muss immer wieder an die Bosse erinnern, ey. Das ist ja so ewig hier. Aha. Dip. Rip, dip. Jetzt sind wir hier oben und jetzt gibt es hier zwei Wege. Nehmen wir den ersten hier. Und da können wir auch drüber jumpen. Ich jump jetzt mal hier drüber. Hui. Okay, wo führt uns der Weg hin? Ah ja, genau. Hier müssen wir auch hin. Wow. Der Master Key. Und der andere Weg
ist nämlich ja, logischerweise der andere, wo wir gerade waren. Hopp, da gehen wir nämlich jetzt einfach die Abkürzung hier durch. Die Treppe nach oben. Du verschwindest nochmal. Okay, welcher Boss war das hier? Ich komme mich auf den Zwischenboss schon nicht mehr erinnern. So, den Weg. Der Weg führt uns straxifutz zum Boss. Volles Life, wir warten nicht lange, wir gehen direkt rein. Wer ist der Boss? Ah, doch eine Motte. Oh nein, oh nö. Oh, scheiße. Erstmal draufhauen. Aua. Ah, die Motte ist eklig. Ja, geschafft, geschafft. Schnell. Boah, die ist eigentlich richtig schwer, die Motte. Aber irgendwie hatte ich Glück, dass ich da unten stehen konnte und die ganze Zeit bashen durfte. Nice. Ja, und hier ist der Schatz. Wartet mal eben, Leute. So, ich will noch mal eben gucken. Haben wir alle Schätze hier? Nein, wir haben einen Schatz nicht. Und hat sich aufgehängt. Naja, die Truhe holen wir uns gleich. Du erhältst die helle Sonne, eine Essenz der Natur. Junge Sprösslinge wachsen schnell unter den warmen Strahlen der hellen Sonne. Die eine Truhe hole ich mir gleich noch. Dann wird doch gelacht. So, was ist jetzt unser Hinweis? Marco-Bäumchen. Ja, ja, komm. Oh, danke, Duran. Auch ich spüre die helle Sonne. Ich träumte vom Wasserfall am Berg nördlich der versunkenen Stadt. Eventuell ist die nächste Essenz dort in der Nähe. Toll, jetzt können wir nicht mehr rein. Jetzt muss ich erst wieder Dings machen. Oh, Ricky ist immer noch da. Ja, ich will die Truhe noch haben. Da hat mich jetzt der Ehrgeiz gepackt. Ja, Level 3, Giftmotten. Das war doch eine Motte, der Boss hier. Okay, Leute, aber mit einem Safe State und jetzt studiere ich mal eben die Karte. Also, wir müssen nach ganz rechts. Wir können hoch, hoch, rechts, rechts. Und da ist eine Truhe. Okay, hoch. Mal gucken. Komm mal her hier, Stachy. Hoch, hoch, so. Und jetzt rechts, rechts. Rechts. Ausgetrickst. Und verarscht. Die Truhe hier, die ist das. Wie kommen wir da dran? Die Hände, ne? Also da ist auch noch ein... Können wir da ganz einfach hochgehen? Ne, ne? Was fehlt uns denn noch? Die Karte haben wir, den Kompass haben wir, den großen Schlüssel, also die großen drei haben wir. Jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Wie geht das denn? Ah, okay, von da aus. Alles klar. Das schaffen wir auch noch eben. Das ist ein bisschen gemein hier. Na. Ah. Oh Gott, weil man hier auch runterfallen kann. Was haben wir denn da? Ein Gashakern. Ja, immerhin. Meiner. Haben oder nicht haben. Jetzt habe ich alle Gegenstände aus diesem Dungeon und wir können ihn beenden. Runter. Oh, jetzt mich austricksen, wa? So, hier ist der Zwischenboss. Den Port nutzen wir gleich und sind draußen. Ah, geschafft. So, und Ricky nutzen wir jetzt mal nicht, denn es gibt noch genug zu erkunden hier. Ohne Ricky. Weil Ricky nur Stress macht. Lass nochmal Sommer machen, ich will da hoch. Sommer.
Summer Sun, come out. Herbst brauchen wir jetzt nicht, braucht den Sommer. Und Ricky steht hier schön. Ja, wir können ihn auch mitnehmen. Na komm, Ricky. Ja, komm. Wir sind nicht so. Ich weiß, ihr mögt das bestimmt gerne, das Geräusch. Hier noch ein Tornado los. Kann er auch hier rüber fliegen? Nice. Boah, bis ans Ende. So. Ups. Ich wollte raus, danke. Mein Geheimnis. Im Sommer lesen wir die Ranken wuchern. Okay. Duan, du bist mein Ehrenkunde. Nimm dieses Geschenk. Wasu. Na, hier ist ja gar nichts. Möchte man meinen, aber... wir... Buddel? Buddel? Erhalten wir einen Ring. Jetzt ist das Ding da im Weg. Da gibt's noch eins. Wir jumpen rüber. Und weg. Da gab's die Pegasus-Kerne. Da geht's noch nicht weiter. So, hier müssen wir lang. Ach man. Und dann wollte ich mal hier reingehen. Was haben wir da? Ist das heiß? Selbst mein... Das Erholungsbad verschafft mir keine Linderung. Ich brauche etwas Grausiges, das mir kalte Schauer über den Rücken jagt. Oh je, diese Puppe, ihr Anblick lässt mein Blut gefrieren. Gib sie mir. Gut. Braver Junge. Dann, wir sind hervorragend, ein Eisenkessel. Für die Puppe erhältst du den Eisenkessel. Wie geschaffen für heiße Süppchen. Ah, ein kleiner Hinweis noch, wofür wir das brauchen könnten. Ja. Dann wollen wir mal schauen. Ist hier noch was? Was war da? Oh, weg, Ricky. Lass mich mal raus. Ja, für Säge. Was steht denn da? Spindelsumpf-Abkürzung. Achso. So, und irgendwas können wir hier machen. Ich glaube, hier können wir nochmal brutzeln. Ah ja. So, gibst du mir Geld? Ach, Mist. Toll, ey. Dafür nehme ich jetzt ein Haus auseinander. So. Alter, Sack. Hier, guckst du an. Patsch. Und Patsch. Vielen Dank für gar nichts. Und hoch geht's. Da nochmal lang? Nein. Nein, wir müssen hoch. Was hat denn? Komm, Ricky, schneller. Da will er nicht rüber. Eigentlich müssen wir hier oben lang. Aber ich möchte nochmal zurück ins Dörfchen. Danke. Oder da oben können wir auch drüber jetzt. Mit der Feder gibt es wieder viel zu entdecken. Oh! Die nehmen wir mit. Die hilft, wenn man die Pegasus-Kerne nutzt. Aktiviert. Und die Feder. Was haben wir da? Nichts Wertvolles. Na gut. Für das merke ich mir. Naja. Viel Gutes war diesmal nicht dabei. Schade eigentlich. Aber ich möchte nochmal ins Dorf zurück. Kommen wir jetzt eigentlich hier weiter? Da brauchen wir noch einen Fisch für. Ne, da kommen wir auch nicht weiter. Da brauchen wir noch jemand anderes, was anderes für. Aber im Dorf. Im Dorf. Beim Gucken. Haben wir doch einen Gashaken gepflanzt, oder? Ja! Einer! Oh, eine Flasche! Geil! Das Geheimmedizin, dadurch erhalten wir, wenn wir K.O. gehen, wieder unser Life zurück. Richtig cool. Na, das macht Spaß. So, aber sehen wir das gerne. Da, 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 da. Gut, ich will mit dir den Shop.
Tut mir leid, der Zutritt ist jetzt einer Mitgliedskarte vorbehalten. Ich verstehe, ja. Man muss eine Mitgliedskarte haben. Die gibt's aber später erst. Da ging es auch nicht weiter. Wird das eigentlich von selbst mal Herbst hier? Können wir mal gucken. Wenn es Herbst ist, können wir nämlich da an die Truhe dran. Ich will mal eben. Eigentlich schon, ne? Ich sag. Frühling.